sagt Paulus, Gott ist für uns. Darauf kannst du dich verlassen, das hat er versprochen. Gott ist für uns. Natürlich, wenn wir so auf uns schauen und auf das, was wir so gemacht haben, und jetzt mal den Blick auf mich gesagt, auf den Mist, den ich gebaut habe in diesem Jahr, da kann ich natürlich schon zweifeln, ob Gott für mich ist. Vielleicht war das bei dem Paulus genauso. Aber Paulus schaut überhaupt nicht auf sich. Er schaut auf diesen Gott, auf das, was er getan hat. Und in unserem Text haben wir es gehört, Mensch, der hat uns seinen über alles geliebten Sohn für uns gegeben. Glaubst doch, Gott ist für dich, für uns. Paulus hat das ganz fest in sich getragen. Gott ist für uns. Er hat Gottes Liebe sozusagen fast handgreiflich erlebt. Er hat sein Jesus gesehen. Gott ist für uns. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir das festhalten. Auch am Ende dieses Jahres als Gewissheit. Gott ist für mich. Das ist eine ungeheure Befreiung. Ein Grund, fröhlich und zuversichtlich zu sein. Aber noch ein zweites ist es, was Paulus dazu bringt, dieses Siegeslied des Glaubens, wie manche das gezeichnet haben, anzustimmen. Ich sage es nochmal mit dem Satz von Lothar Zenetti, was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Und so ist mein zweiter Gedanke, Jesus hält mich. Beim Blick zurück hat Paulus das Staunen erkannt, Gott ist für mich. Und jetzt geht sein Blick nach vorn. Was wird noch kommen? Was wird das neue Jahr bringen, könnten wir für uns heute übersetzen. Werden wir die Kraft haben, alles zu bewältigen, alles durchzustehen? Oder werden wir zerbrechen? Wisst ihr, ich nehme diese Fragen schon ziemlich ernst. Ich kenne das auch. Werde ich das alles schaffen? Und ich habe schon manche erlebt, die so hingestanden sind, mich kann nichts umhauen. Und die dann doch an ihre Grenzen und darüber hinaus gekommen sind. Aber nun entdecke ich, dass Paulus diesen Satz nicht selbstsicher sagt, sondern Jesus sicher. Nicht ich halte mich, sondern Jesus hält mich. Von Gottes Liebe kann mich nichts scheiden. Nicht, weil ich so stark bin, nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er, mein Herr, mich hält. Deshalb kann mich nichts, keine Macht dieser Welt aus seiner Hand reißen. Was für ein Vertrauen. Welch eine Zuversicht. Jesus Sicherheit ist das Schlüsselwort. Paulus hat es genauso erlebt. Selbst in diesen ganz dunklen, schweren Führungen, Jesus hat ihn nicht hängen lassen. Und so hat er Augen gehabt für den Halt und für den Trost. Und für den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Nein, wir sind alle miteinander nicht herausgenommen aus dieser Welt mit ihrer Not, mit ihren Schicksalsschlägen. Wir sind nicht herausgenommen aus Trübsal und Angst, aus Verfolgung oder Gefahr. Wir sind nicht unsterblich. Wir haben keine Garantie, dass immer alles toll läuft. Manchmal ist unser Leben, denke ich, wie so ein kleines Schiff mitten in einem Sturm. Paulus hat es alles auch so erlebt. Aber doch weiß er, Jesus hält mich. Von Gottes Liebe kann mich nichts trennen. Das löst diese unerschütterliche, gewisse Zuversicht aus. Und wisst ihr, eigentlich erzähle ich euch das so, weil ich will, dass ihr neidisch werdet auf den Paulus. Dass wir uns auch so ausstrecken nach diesem Jesus, dass wir dieses Vertrauen immer wieder neu wagen. Dass wir es einfach glauben. Er ist da, er hält uns. Heute vor 65 Jahren hat Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis Zeilen geschrieben, die ja, uns ja immer wieder berühren und bewegen von den guten Mächten, in denen wir geborgen sind. Wir werden das Lied gleich singen.
Ich staune immer wieder, wie er selber das erlebt hat in der tiefsten Tiefe. Jesus hält mich. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal in euch reingucken. Und würde gerne wissen, ob in eurem Klimaindex da ein bisschen was hochgegangen ist. Mit welchem Gefühl denke ich an das kommende Jahr? Es muss nicht das Gefühl von Angst sein oder von Fatalismus oder von Sarkasmus. Es kann diese unerschütterliche, diese gewisse Zuversicht sein. Gott ist für uns. Jesus hält mich. Wir kriegen das im Glauben an Jesus geschenkt. Und dann können wir selber das so mit ganz großer Überzeugung in dieser Zuversicht sagen. Ich bin gewiss, dass nichts, aber auch gar nichts, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist.